Das wird der beste Bogenschuss aller Zeiten. Wir spannen den Bogen auf 100% Power, wählen den genau perfekten Winkel aus und Schuss, der Pfeil fliegt und Volltreffer. Wir spannen den Bogen ein weiteres Mal, führen das Ganze wieder aus und ab geht es, der Pfeil fliegt und da haben wir, let's go, unseren Gegner besiegen können. Und der letzte Pfeil fliegt, um ihn zu finishen. Ab geht es. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Und welchen Schatz bekommen wir? Und yo, einen neuen Charakter. Juhu. Ab geht der nächste Fight. Diesmal haben wir keinen Bogen, sondern eine magische Karte. Friss meine Karte, Opa. Und, oh, wir haben nicht getroffen. Oh mein Gott, er schießt mit einer Spritze. Und, oh, auch ganz knapp vorbei. Aber sollte noch viele weitere spannende und lustige One vs. One Battles, wo wir mit den verschiedensten krassen Items wie Pfeilen, Karten oder anderen krassen OP-Items schießen. Und dabei wird es unser Ziel sein, der beste Bogenschütze und der beste Kartenwerfer aller Zeit zu werden. Und uns die Battles gegen die andere Charakter zu gewinnen. Oh Gott, jemand sieht einfach meinen Schädel. Und damit, hey Freunde, schön, dass du dir eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute mal in Bowmasters, wo wir mit den verschiedensten Items gegen richtig krasse Gegner kämpfen werden. Zum Beispiel haben wir hier, nein, einen verrückten Wissenschaftler. Der hat eine Spritze, also so eine Spritzattacke hier. Und wir haben hier als Magic Man, hier als Zauberer, haben wir eine Zauberkarte, Volltreffer. Und damit haben wir ihn getroffen. Und jetzt, Freunde, müssen wir nur noch finishen. Alter, wie leben wir überhaupt noch? Man sieht nur meinen Schädel. Ich würde sagen, die Karte fliegt, sie fliegt und Volltreffer. Wow, er brennt. Hilfe. Und? Oh, ich glaube, damit haben wir ihn erledigt und das ist die nächste Challenge geworden. Yeah. Und wir tanzen richtig ab. Und dann öffnen wir jetzt hier den Schatz. Mal schauen, was wir jetzt hier rausbekommen. Und oh, vielleicht neuer Skin, neue Fähigkeit oder sowas. Und Münzen haben wir bekommen. Ich glaube, mit den Münzen können wir uns wahrscheinlich auch noch neue Skins freischalten. Ihr seht es. Okay, es gibt hier jede Menge Charakter mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Zum Beispiel, yo, es gibt Minecraft Steve. Ha, mit der Diamantspitzhacke kann der werfen. Und es gibt hier, ihn hier. Let's go mit einem Feuerwerk. Und noch jede andere Charakter gibt es. Warte mal, am Start. Was? Er wirft mit Waschbären? Yeah, let's go. Okay, aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Charakter, den wir uns kaufen können. Oh, die sind Roboter. Hallo, ich bin es. Yeah, ab geht es. Und der Kollege heißt Mr. Gorski. Gegen einen Hai kämpfen wir. Wir kämpfen gegen einen Hai. Und jetzt haben wir, als Item eine Flagge. Und ich würde sagen, 21 Grad Winkel, 100% Power. Und, der ging auf jeden Fall ein bisschen zu weit drüber. Und, er hat einfach so einen, oh mein Gott, einen Stab. Er hat so einen Wasserstab. Und den hat er volle Kanne getroffen. Okay, Freunde, wir spawnen jetzt von hier. Ich würde sagen, jetzt probieren wir es aus mit 20 Grad Winkel. Komm schon und so knapp an ihm vorbei. Ihr seht es. Und, oh nein, da kommt der Hai. Der Hai, der fliegt den Zepter und Millimeter an uns vorbei. Okay, ich würde sagen, wir probieren es mit 18 Grad aus. Let's go. Jetzt sollte das Ganze noch, Headshot treffen. Und, er war einfach One-Hit. Ihr seht es. Und, hä, du lebst noch? Ah, nee, okay, alles klar. Und jetzt müssen wir ihn finishen. Okay, ich würde sagen, er steht ein bisschen weiter hinter. Da würde ich sagen, probieren wir es mit 19 Grad Winkel aus. Komm schon und bam. Und damit haben wir das nächste Battle gewonnen gegen. Alles klar, okay, das hätte vielleicht nicht sein müssen. Mit unserem Skelettschädel tanzen wir da weiter. Obvious. Und der nächste Schatz wird geöffnet. Und was bekommen wir? Komm schon, let's go. Neuer Skin. Und 1000 Münzen. Alles klar, die nehmen wir auch sofort mit. Und wir können sogar hier ein Bonusgeschenk abholen. Ah, okay, noch mehr Münzen. Komm, gib mir alle Münzen her. Und, wir haben sogar eine Free-Chest jetzt bekommen. Komm schon. Und 500 Münzen haben wir bekommen. Nicht schlecht. Die nehmen wir natürlich mit. Wir machen weiter mit dem nächsten Charakter. Nämlich haben wir jetzt hier... hallo, ich bin's. Wer war das denn? Casey Rich am Start. Oh, das ist so eine Gamerin anscheinend. Und sie wirft einfach mit Controllern. Yo, ich würde sagen, ab geht es. Und frisst meinen Controller. Und... okay, der war ein bisschen zu weit. Und, hallo, ich bin's. Ich werfe mit Marshmallows. Und, oh nein. Voll in meine kleine Zeh. Das war mein kleiner Zeh, verdammt nochmal.
Und er wirft einfach mit brennenden Marshmallows. Wie lustig ist das denn? Okay, Freunde. Und ja, aber was du kannst, kann ich auch. Ab geht es, Freunde. Schaut euch das. Schaut euch das Ganze einfach brennende Marshmallows. Es regnet Marshmallows vom Himmel. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, jetzt heißt es für dich. Bäm. Was? Wir haben ihn nicht getroffen? Wie knapp war das denn? Okay, ein Stückchen höher müssen wir, glaube ich, ziehen. Wow, da ist fast unser Headset schon angebrennt. So nah war der an uns dran hier. Let's go, let's go, let's go. Bäm. Volltreffer. Da haben wir weiteres Mal hier diesen Noob da getroffen. Okay, er schießt hoch. Er schießt nach oben und... Oh, meine schönen Haare. Oh nein, oh, man sieht uns gar nicht mehr. Ich bin einfach nur noch ein Skelettschädel. Okay, ich würde sagen, Freunde, ab geht es, komm. Wir brauchen jetzt einen Headshot. Und... Ah, Mist. Wenn er uns jetzt noch einmal trifft, dann war es. Junge, er ist ein komplettes Skelett, aber er gibt nicht auf. Oh, okay, knapp vorbei. Knapp über uns, Freunde. Das ist unsere Chance. Wir probieren es aus. Komm schon, nein. Ich habe vergessen, meine Power aufzuladen. Ich habe vergessen, unsere Power... Okay, aufzuladen, aber er ist auch vermasselt. Okay, Freunde, 100% Power. Der richtige Winkel und das wird jetzt der ultimative Gaming-Wurf sein. Wow, er rollt da den Berg runter. Ui. Und dann steht er wieder auf. Und wow, ab geht es, Attacke. Oh, oh, oh. Wie knapp ist das denn gewesen? Okay, vor 100% Power, ich würde sagen, 20 Grad Winkel. Komm schon, der Controller fliegt und... Wow, Headshot. Wie krass war das denn? Oh mein Gott, er lebt noch. Wie auch immer er lebt. Oh nein, der könnte gut sein. Der könnte... Oh, gut sein. Er trifft uns nicht. Er trifft uns nicht. Okay, ich würde sagen, komm schon. 21% Winkel. Also 21 Grad Winkel. Nein. Ganz knapp über ihm. Er darf uns nicht treffen, Freunde. Der letzte Fall wird jetzt entscheiden. Wie spannend ist das denn? Okay, ich würde sagen, jetzt müsste das Ganze klappen. Komm schon, komm schon, komm schon. Let's go, Headshot. Und damit haben wir ihn besiegt. Er ist einfach nur noch ein Skelett. Ihr seht es. Wieder rumwackeln ist. Und jetzt würde ich sagen, frisst meine Controller. Game over heißt es für dich von der Gamerin. Juhu, juhu. Halb sind wir schon erledigt worden, aber wir dancen auf jeden Fall weiter. Und wir können jetzt hier den nächsten Skin, den nächsten Charakter freischalten. Mal schauen, was hat er jetzt für ein Item? Arnold gegen... King Octopus? Der schläft einfach. Hey, King Octopus, aufstehen. Ich bin es, Arnold. Und jetzt würde ich sagen, okay, wir dürfen nicht so hoch werfen. Mach mal so 11 Grad und friss meine Axt. Und boah, was? Direkt in seinen Kopf von diesem Octopus. Und der... Jetzt ist er, glaube ich, auch wach, nachdem unsere Axt in seinem Kopf gelandet ist. Der wirft mit Quallen einfach. Wie lustig ist das denn? Alles klar, Freunde. Da würde ich sagen, oh, so, 10 Grad Winkel und bäm, ab geht es. Der nächste Treffer. Das ist wirklich so lustig, wie es diese unterschiedlichen Charakter gibt. Und jeder wirft blub, mit einem anderen Item. Okay, ich würde sagen, Freunde, ab geht es. Was sind deine letzten Worte? Bäm. Oh, alles klar, ich glaube. Okay, King Octopus, du hast noch eine Chance. Und, wo, und was? Was? Wie viel Damage macht der denn? Das ist ja übertrieben unfair. Oh mein Gott, okay, Freunde, wir dürfen jetzt nicht vermasseln den Wurf. Komm schon und... Jawohl! Boah, wir haben ihn dreimal mit den Äxten getroffen und... Der lebt noch? Achso, nee, ich dachte schon. Und jetzt du einmal mit seinen Quallen getroffen. Aber, Freunde, die Qualle hat wirklich so viel Damage gemacht. Ich würde sagen, bam, da haben wir ihn gefinisht und den nächsten Bogenschützenkampf gewonnen. Da haben wir den nächsten Charakter, nämlich Ice Lord, freigeschaltet. Oh yeah, ab geht es, Ice Lord. Mal schauen. Oh, er hat so ein Eisspeer am Start. Wie krass ist das denn? Okay, okay, da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. Ich würde sagen, friss das Schwert oder unser Speer. Und Ice Lord und bam! Wow, damit haben wir ihn richtig gut Damage gemacht. In seinen kleinen Zeh. Aua, sagt er. Oh ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ist das ein Thors Hammer und. Boah, was? Mir geht es gut, alles gut. Mein Gesicht ist zwar ja ein bisschen kaputt, aber alles gut. Friss mal den Eisstab. Was? Die haben mich getroffen, als ob. Oh, oh, oh mein Gott. Wie schnell. Oh nein. Oh nein. Guck doch. Oh. Bist einfach nur noch ein Skelettschädel. Ein lebendes Skelettschädel. Er ist wirklich zu stark, aber jawohl. Wir haben ihn getroffen mit unserem Eisspeer. Er ist jetzt da ganz unten. Aber Freunde, wir sind One-Hit. Oh nein, oh nein. Wenn die Axt trifft, dann. Was? Was ist mit uns? Als ob. Der war ja ultra krass. Da kommt die Axt angeflogen. Er will mich finishen und... Oh mein Gott. Jo, 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 jo. Okay, übertreib dein Leben. Übertreib dein Leben. Ist ja in Ordnung. Ich gebe ja schon auf, ey. Und was werden wir als nächstes Belohnung bekommen? Und...
Und oh! Hä? Das war gerade bei 1500 Münzen. Ich hab's genau gesehen. Der Charakter war nicht so gut. Aber ich würde sagen, wir machen weiter mit Terence. Oh ja. Oh, wir haben jetzt eine Bogenschützen. Und was haben wir? Jo, wir haben so eine Kettensäge, mit der wir werfen können. Dann würde ich sagen, ab geht es. Ich glaube, es muss ein Baum gefällt werden. Und oh, Volltreffer. Oh, sie hat direkt schon keinen Bock mehr. Und okay, sie hat jetzt einen Bogen am Start. Boah, der fliegt. Der fliegt der Pfeil. Oh, der könnte perfekt landen. Was? Drei Pfeile auf einmal kommen da raus. Wie OP ist das denn? Okay, dann würde ich sagen, Freunde, was du kannst, kann ich auch. Und bam! Yo! Oh mein Gott, was? Sie lebt einfach noch. Das macht doch gar keinen Sinn, als ob sie noch lebt. Und, oh. Aua, aua. Das war mein kleiner Zeh wieder. Autschi. Niemand greift meinen kleinen Zeh an. Und bam! Oh, was? Oh mein Gott, sie lebt immer noch. Ich habe drei Kettensägen auf sie geworfen. Und sie... Oh mein Gott, aua. Wird nicht erledigt. Was? Ich hab weniger Leben als sie. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Friss meine Kettensäge. Bam. Und da haben wir sie. Oh mein Gott. Besiegt. Sie steht wieder auf. Als wäre es ganz normal. Hä? Sie lebt immer noch? Also, Freunde. Oh nein. Okay, okay, Freunde. Komm schon. Der letzte Wurf. Das könnte der letzte Wurf sein. Und jawohl. Wie haben sie getroffen? Headshot. Und jetzt aber. Ja, finische. Oh ja. Können wir jetzt hier die allerletzte Kettensäge hier auf sie werfen? Ab geht es, um sie zu finishen. Wow. Rest in peace an dich. Neko gegen Investor. Was? Das ist so ein Bankmann oder irgendwie sowas. Und wir sind so ein kleines Mädchen oder irgendwie sowas. Oh, wir können so drei Speere schießen. Oh ja, wie die anderen. Nicht mit drei Pfeilen, sondern die werden jetzt in drei Speere hier. So, oh, alles klar. Ausgewählt. Und was? Er wirft mit seinem Koffer? Er wirft mit seinem Koffer oder mit seiner Tasche. Und, oh. Oh, oh, gerade so hat er uns getroffen. Aber er hat fast gar kein Damage gemacht. Okay, ich würde sagen, Freunde, weiter. Wir müssen weiter werfen auf ihn. Und, oh, alles klar, es hat nicht geklappt. Und da kommt wieder der Bankmann. Jo, wie schnell. Was? Oh mein Gott. Okay, okay, das ist nicht gut. Das ist ganz gar nicht gut. Mir geht es gut, alles gut. Auch wenn ich nicht so aussehe. Aber, Freunde, jawohl, jetzt haben wir ihn getroffen. Blub. Und da fällt der Glatzenmann hin. Und, oh nein, er wirft wieder mit seiner Tasche. Ich fange sie, ich fange sie, ich fange sie. Und, oh, hab sie. Und da ist mir wieder so ein Schädel geworden. Okay, ich würde sagen, 22 Grad kommt schon. Das sollte eigentlich... Nein, was? Als ob wir ihn nicht getroffen haben. Okay, wenn er uns noch einmal trifft, dann war es mit uns. Dann... Nein! Hat er uns tatsächlich erledigt. Als ob. Bitte haben Sie Gnade mit mir. Mit einem kleinen Schulmädchen. Bitte tun Sie mich an. Nein, nein, nein. Nein. Wow, 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 wow. Okay, ist gut, ist gut. Ist cool, ja. Alles klar, ich habe verloren, ich gebe schon auf. Und ja, ich habe Mädchen besiegt. Und jetzt kommen wir zum Young Tree. Ah, Freunde, und wir kämpfen jetzt hier gegen eine Hexe. Und das ist doch hier, ihr seht es von Guardians of the Galaxy. Ich bin Groot. Der hier den Waschbär hier wirft. Oh mein Gott, ich würde sagen, los, kleiner Rocket Waschbär. Rocket, genau heißt der. Los, flieg, let's go. Und, oh nein, ist einfach erledigt worden. Oh mein Gott, die Hexe hat einen Besen, womit sie wirft. Okay, jetzt hat aber auch nicht getroffen. Und ich will sagen, okay, ich bin Scrooge. Los, Rocket, mach sie fertig. Und bäh. Einfach Rocket. Einfach der Waschbär heißt ja Rocket. Und er wird auch auf eine Rakete einfach weggeschossen. Los, flieg, Rocket. Wie lustig das aussieht. Dieser kleine Waschbär. Und die Hexe hat ja gar keine Chance. Sie hat uns bis jetzt nicht mal einmal getroffen mit dem Besen. Und, okay, ich nehme alles zurück. Jo, Headshot sogar. Ich nehme alles zurück. Aber... Ah, wir können auch hier unsere Special-Attacke benutzen, sehe ich erst jetzt. Das bedeutet, wir können die ruhig ein bisschen so höher sein. Und dann können wir im letzten Moment, bam, so nach unten dashen. Habt ihr das gesehen? Jo, wie krass ist das denn? Okay, das wusste ich noch nicht, diese Attacke. Das bedeutet, boah, wir können es wirklich machen, dass wir jetzt ein bisschen höher einfach werfen und so. Und dann im letzten Moment, Freunde, kurz vorher... Alles klar, der Waschbär, rest in peace an Rocket. Der hat es nicht geschafft, aber... Okay, okay, Freunde, wir sollten ein bisschen weiter werfen. Wir probieren es mal so, 26 Grad Winkel. Waschbär fliegt und... Bäm, habt ihr das gesehen? Der ultimative und... Boop. Der ultimative Dash auf die Hexe. Und, ey, leb noch, komm. Gibst du etwa schon auf gegen Groot? Und, oh, die Hexe fliegt, der Besen fliegt. Und jetzt, Freunde, oh, wie knapp war das denn? Oh mein Gott, sie hat uns beinahe wirklich getroffen. Okay, Freunde, wir werfen. Und nein, rest in peace, Waschbär. Sie darf uns jetzt bloß nicht treffen. Komm schon, Freunde, und nein, nein, nein. Okay, jetzt kommt es drauf an. Wer wird der Nächste sein? Komm, steh auf, steh auf. Wer wird der Nächste sein, Freunde, der trifft? Wer wird der Champion sein? Los, Rocket, du Waschbär. Und ja, was? Also, wir haben sie getroffen, aber wir haben nicht genug Damage gemacht. Wir haben anscheinend nicht... Oh, 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 nein, 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 nicht genug. Uhu, genug Damage gemacht. Okay, das ist unsere Chance, Freunde. Das ist unsere Chance. Wir müssen jetzt richtig hoch sein, so,
33 Grad Winkel. Sie ist ultra weit weg. Und Freunde, let's go. Als ob. Wie kann sie immer noch leben? Das kann ja wohl nicht sein. Und nein, nein, nein. Nein. So knapp. Jetzt kommt ihre Finish-Attacke. Und okay, sie trifft zu dem Besen. Was ist ihre Finish-Attacke? Und jo, wir fliegen einfach. Halleluja. Oh. Alles klar. Und der Wasch belebt noch. Der Wasch belebt noch. Das ist das Wichtigste. Alles klar. Ja, der hat die Hexe leider gewonnen. Aber wir öffnen jetzt hier die letzte Box. Komm schon. Was werden jetzt hier? Oh, freischalten. Und ein Batman-Skin oder sowas. Wie cool ist das denn? Und? Alles klar. Münzen. Wir kommen zum letzten finalen Battle. Unser Gegner ist irgendein Alien. Und wir sind als Vampir ausgerüstet. Yo, was haben wir jetzt für eine Waffe? Ist das irgendwie so eine Lanze oder irgendwie sowas? Ich würde sagen, ab geht es. Oh, wir werfen. Oh! Oh, direkt Headshot. Komm schon. Oh mein Gott. Wir sind einfach in seinem Glas gelandet, wo sein Kopf drin ist. Und, hä? Hat er jetzt keinen Kopf mehr? Er spielt einfach mit Kopf weiter. Der so, oh, ich brauche keine Augen, um zu gewinnen. Let's go. Okay, Freunde, komm schon. Das letzte finale Battle müssen wir, bam, jetzt aber gewinnen. Und, hä? Was ist? Lebt er noch? Jo, hä? Was ist denn jetzt los mit dir? Und was? Er lebt noch. Er steht wieder auf. Er sagt so, ich gebe mich auf. Ich gebe niemals auf. Und, okay, da hat uns aber nicht getroffen, Freunde. Ich würde sagen, es könnte sein, dass das jetzt unser letzter Wurf ist. Und, bam, damit, oh mein Gott, haben wir ihn tatsächlich besiegt. Ihr seht es. Let's go. Was war das bitte für ein krasses letztes finales Bogenschützen-Duell? Okay, so, zack, zack, alles ausrechnen und ab geht es und, oh, alles klar. Aber wir haben es trotzdem geschafft, ihn zu besiegen. Okay, Freunde, wir machen doch noch ein, wow, letztes finales Battle. Dieser Roboterkoch gegen uns. Diesmal sind wir hier Maestro, oh ja, und haben hier einen Gifttrank, den wir werfen können. Und ich würde sagen, friss mal den Gifttrank und bam, let's go. Und er badet einfach in Gift. Oh, und die kippt nochmal um. Ab geht es. Okay, was hat er? Oh, er hat so ein Kochmesser oder irgendwie sowas. Oh mein Gott, am Start. Er wirft es richtig hoch. Es könnte... Oh nein, es hat uns voll getroffen. Mir geht es gut, alles gut. Man sieht voll unseren Skelettschädel. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir werfen diesmal so 15 Grad. Ab geht es und... Nein, ganz knapp drüber. Aber überall ist Gift hier. Und komm schon, das letzte Battle müssen wir jetzt hier gewinnen gegen diesen Roboterkoch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wow, haben wir es abgewehrt? Was ist passiert? Habt ihr das gesehen, Freunde? Ah, hä? Haben wir keinen Damage bekommen? Wie krass war das denn? Irgendwie haben wir keinen Damage bekommen, aber... Yeah, dafür haben wir ihn! Oh mein Gott! Passiert doch sein Skelettschädel. Und wir haben ihm einen richtigen Headshot gegeben. Komm schon, ist das alles, was du drauf hast? Ist das alles, was du drauf hast? Und der geht auch an uns vorbei. Komm schon, Freunde, ich würde sagen... Oh, 14 Grad, ab geht es und... Bam! Okay, ich glaube, lange wird er nicht mehr überleben. Es sieht ganz und gar nicht gut aus für ihn. Oh, wow, 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 wow. Oh, wir wehren das ihm ab? Was haben wir denn für eine krasse Attacke? Oh, das ist dieses Schutzschild vor uns. Haben wir irgendwie so ein Schutzschild oder irgendwie sowas? Okay, ich würde sagen, ab geht es. Der Gifttrank wird geworfen. Bäm, ab geht es. Hast du den gefangen, den Gifttrank? Ich habe ihn auch nur zu dir rüber geworfen. Und, okay, okay, er wirft wieder. Er wirft wieder. Und, oh, er wird wieder abgeprallt einfach. Okay, ich würde sagen, Freunde, das könnte jetzt hier unser letzter Wurf werden. Und, bäm. Wow, 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 er badet den Gift. Whee. Oh nein, oh nein. Was? Er hat's überlebt. Okay, okay. Er ist hartnäckig. Du bist hartnäckig. Ich sehe es schon. Aber er trifft nichts. Er trifft gar nichts von uns. Da würde ich sagen, hier, ich habe einen Trank für dich. Fang den Trank. Und bam. Oh. Damit haben wir ihn wirklich besiegen können. Hä? Er steht einfach auf. Ihn juckt's nicht. Er hat doch gar kein Leben. Und wow. Okay, da wurde es wieder abgewehrt irgendwie. Okay, ich würde sagen, hä? Was ist denn jetzt los? Und, oh, wir müssen ihn finishen. Jetzt, ah, hat er es anscheinend nicht überlebt. Dann würde ich sagen, Freunde, ab geht es. Komm schon, wir werfen mit unserem Gifttrank. Und let's go, haben ihn gefinished. Ha, ihr seht es. Und damit, oh, ist er vergiftet und fällt um. Und damit haben wir auch das letzte finale Bogenschützen-Battle gewonnen. Und wir haben es jetzt wirklich geschafft. Die unterschiedlichsten krassen Charakter ausgetestet. Die unterschiedliche Wurftechniken hatten. Von Pfeilen und Flaggen bis hin zu Gifttrank. Und sogar Waschbären, die wir geworfen haben. Und wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir sind jetzt der beste und präziseste Bogenschütze der ganzen Welt geworden. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santix Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.